Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Mein Gengar wartet schon auf mich, nämlich mir, von Nöher Gameplays als Hobby. Und natürlich auch auf euch, dass ihr zuschaut. Wir haben den ersten Kampf mit ihm jetzt gewonnen, gegen Flo aus Deutschland. Also das war der letzte Kampf. Er hatte gut gekämpft, auch wenn er nur 18 Siege insgesamt hatte. Aber ich habe gewonnen, juhu, erster Sieg. Und jetzt kommt der zweite Kampf mit Gengar, mal gucken, ob er auch siegen. Wir suchen. Und eine neue Herausforderung. Den Hammer. Perunaturi schon wieder aus Finnland. Mit Lucario. Der ist natürlich jetzt wieder schwieriger als zu Flo. Schauen wir mal, ob wir es diesmal schaffen. Mit Gengar jetzt natürlich nicht so einfach, weil ich mit dem ja noch nicht alles so gut war. Bin. Er ist einfach cool und lustig, deswegen spiele ich ihn doch ganz gern. Schauen wir mal, wie wir es machen. Das war wohl nichts. Was soll der Mist? Nein! So ein bisschen ist der Lucario schon nervig. Vor allem, weil eben so viele Leute spielen. Und viele Attacken kann er wohl nicht. Ich glaube, ich muss mein Limit auch benutzen. Block nützt nichts. Gewonnen. 1-1. Ich liebe Mega Gengar. Mega Gengar ist einfach nur heftig und verrückt. Nein! Das überlebe ich zwar noch, aber lange halte ich nicht durch. Ja, der Konter, da wurde durchbrochen. Scheiße. Aber ich hatte eigentlich doch eine ganz gute Chance. Nur leider ist es nicht gelungen. Die Bewertung spricht eigentlich für sich. Also eine Chance hatte ich wirklich. Aber gut, okay. Er kann halt doch ganz gut mit den Lucario umgehen. Was heißt eigentlich gut mit dem umgehen? Der macht eigentlich immer nur dasselbe, habe ich gemerkt. Aber anscheinend reicht's. Er kommt damit durch. So blöd es auch klingt. Okay. Wenn euch der Kampf trotzdem gefallen hat, immerhin war es ja doch relativ spannend. Dann, wie immer, was ich euch immer zu Ende sage, Daumen nach oben. Ich denke mal, so langsam wisst ihr Bescheid. Ein Abo könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr noch mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder oder bei einem anderen Let's Play. Und das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von Nöher, Gameplays als Hobby und wünsche euch noch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss.